sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die 991. Ausgabe, noch 9 Folgen bis zum 1000. Nachtzug nach Hamburg. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, während ich hier in London bin. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, in London sind die meisten Museen kostenfrei. Nicht nur das British Museum, nicht nur die Tate Gallery, auch das Museum zum Beispiel in Greenwich. Haben wir doch irgendwann mal in der Schule gehabt, ne? Die Zeit der Nullmeridian, die General Mean Time, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, dass es einen Nullmeridian gibt, der durch Greenwich, einem Vorort von London, verläuft? Da waren wir heute und das ist eine Stelle, wo man mit zwei Füßen in zwei Zeitzonen stehen kann. Ja? Ich stand heute mit dem linken Fuß in der GMT-Zeitzone, also quasi in der Nullzeit, und mit dem rechten Fuß in der mitteleuropäischen Zeit. Und da ich da nicht der Einzige war, sondern fast alle Touristen dieses Foto machen, habe ich es dort an einer anderen Stelle gemacht. Denn der Nullmeridian geht ja vom Nordpol bis zum Südpol. Das heißt also, da ist ein bisschen mehr Platz. Die meisten Touristen drängeln sich an der quasi ausgezeichneten Stelle, der durch Wegweiser kenntlich gemacht ist, aber dieser Nullmeridian ist dort in dem ganzen Areal natürlich häufiger zu finden. Deswegen, falls ihr mal nach Greenwich kommt, dann sucht euch am besten auch ein bisschen eine andere Stelle. Da ist es vielleicht nicht ganz so überlaufen. Ja, und von dort ausgehend wird die Zeit dieser Welt berechnet. Warum ist das so passiert? Ganz einfache Ursache. Die Seefahrer, die früher auf den Weltmeeren unterwegs waren, die konnten sich in Nord-Süd-Richtung sehr gut orientieren, nämlich am Stand der Gestirne. Das konnte man schon seit langer Zeit. Aber in Ost-West-Richtung, da war die Orientierung ungleich schwerer, denn da war eine Ortsbestimmung aufgrund des Standes der Sterne nicht möglich. Und so hat es viele Jahre gedauert, bis ja ein Preisgeld ausgelobt worden ist von einer königlichen Seefahrtsgesellschaft in England, die gesagt haben, also wer als erstes dieses Problem löst, der bekommt 20.000 Pfund. Und das war zum damaligen Zeitpunkt so viel Geld, das entspricht heute mehreren Millionen Pfund. Und gelöst hat das Problem ein Uhrmacher, der nämlich ja eine Uhr erfunden hat, die auf den Meeren einsetzbar war. Durch das Geschaukel auf dem Schiff schied nämlich eine Pendeluhr, die man damals schon kannte, aus. Und er hat einen anderen Mechanismus erfunden, der es ermöglicht hat, die Zeit auch auf den Ozeanen zu messen. Ja, und diesem Erfinder wird natürlich auch im Königlichen Observatorium gedacht. Ein Muss für jeden London-Besuch, einmal nach Greenwich rauszufahren. Mit der Bahn geht das genauso gut wie auch mit dem Schiff. Wir haben es dann auf der Heimfahrt mit dem Schiff genutzt. Und wenn man noch ein bisschen Zeit hat vor Abfahrt des Schiffes, da kann man noch einem Touristenwahnsinn erliegen, den ich in dieser Form auch noch nicht erlebt habe. Und zwar ein Riesenrad. Davon gibt es ja mehrere in London, aber das unbedeutendere beschreibe ich gerade. Das ist das Riesenrad in Greenwich. Das hat geschlossene Kabinen und die sind alle einzeln mit einer Klimaanlage versehen. Ja, also eine wirklich fast luftdichte Kabine. Gerade noch so, dass man atmen kann, und da drin, das ist quasi ein hängender Kühlschrank, jede dieser Kabinen. Und zu allem Überfluss, es sind 36 Kabinen, die da hängen, und eine ist schwarz, alle anderen sind weiß. Und beim Näherkommen sieht man's. Ich wollte es selbst nicht glauben, hab's aber für euch fotografiert. Es gibt eine VIP-Gondel in diesem Riesenrad. Die VIP-Gondel hab ich fotografiert, könnt ihr euch gerne einschauen. Die kostet auch richtig Kohle. Die gibt's in zwei Varianten, mit oder ohne Champagner. Wie viel es genau kostet, könnt ihr euch auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage unter www.nachtzugnachhamburg.de gerne anschauen. Da ist die Preisliste abfotografiert und auch die VIP-Gondel selbst. Man soll es nicht für möglich halten, ein Riesenrad mit VIP-Gondel. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.